Du weißt auch, dass Völlerei darunter steht, ne? Was? Vögelei? Völlerei. Wie Völlerei? Was ist denn das? Fresssucht. Ja? Ja, das ist ein Todsünde. Du. Herr, ich habe nicht gesündigt. Ich habe lediglich gespeist. Er hat alles genommen. Herr, ich habe auch nicht gefressen. Ich habe geklaut. So. Und er hat geklaut. So. Ich werde mir das nie merken, oder? Das ist schon ein bisschen konfus, ne? Ja. Aber wie lange ist nur unser Verbandskasten noch haltbar? Wo steht das denn? Ja, weiß ich nicht. Hinten drauf vielleicht? Hä? Weiß nicht. Kann ich dir nicht sagen. Wo ist denn jetzt hin? Wo ist der hin? Och, was hast du jetzt mit dem gemacht? Wo ist er denn? Ja, hoch. Ja. Wie ja hoch? Wo ist er denn hin? Der weiß. Wie kannst du das denn nicht wissen? Der ist bestimmt runtergefallen, hier unterm Auto. Ach, war da vielleicht die Rollsteine? Bück dich mal. Na, bück du dich doch schon. Nee, ich hab's im Kreuz, geht nicht. Wir brauchen den, der kostet 40 Dollar. Ja, müssen. Jetzt guck mal, ob der da runtergefallen ist. Wo soll er denn hin sein? Ja, was weiß ich? Keine Ahnung, vielleicht auch. Wie, was weiß ich? Ich sehe den nicht. Du siehst ihn nicht? Nee. Nee. Komisch. Der war eh abgelaufen. Ja. Ach so, ist der praktisch weggerannt. Nee, lass den unterm Auto liegen. Der ist abgelaufen, da kaufen wir einen neuen. Ja. Ja, woher willst du wissen, dass der abgelaufen war? Weil das da drauf stand. Aha. Was ist? Ich hatte auch gerade so einen Schmort in der Nase. Was? Ein Schmort in der Nase. Ein Schmort in der Nase? Ja. Achso, muss ich anmachen. Wo kriegt man jetzt einen neuen hier? Beim AC. Oder bei der Polizei, ne? Komm, wir gehen bei der Polizei. Bei der Polizei? Ja klar, die Was ist direkt die hier. Den Verbandskasten verkaufen? Ja. Musst du doch beim Auto hier tun. Keine Ahnung. Komm, wir fragen einfach nach. Leck den Arsch. Du musstest beim Auto Dingens kaufen. Wo? Ja, beim Arzt gedöhnt, so wie das heißt. Oh, was machst du denn? Ja, ich... Willst du fahren? Nee, du fährst fantastisch. Ja, also. Wenn du kaputt machst, zahlst aber du. Na, kein Geld. Du hast mehr Geld als ich, zahle nicht. So. Wo lang hier lang? Nee, da lang. Nee, scheiße. Da lang. Da, wo man das Auto reparieren lässt, da gibt's das. Ja, wo ist das? Da mach mal im Navi. Ja, wo ist das? Atomöhre. Na, Rumpelchen, wie geht's dir? Mach mal deine Route da aus dem Navi. Wie macht man meine Route aus dem Navi? Ja, du hast da hier irgendeine Route, ich kann da direkt nicht raus. Ich kann da nicht raus. Eingibst. So. Da. Ist? Gar nichts. Ich hab ein bisschen Internet. Okay. Ach, ist das dabei so Abschleppding? Ah, ständig. Du sollst das nicht machen. Ich hab ja gar nichts gemacht. Ist das bei Abschleppding? Ruf doch nicht immer die Polizei an. Ja, ist aber mein Freund und Helfer. Ja, warte.
Oh, das ist der Busfahrer, den kannst du anrufen. Nee. Das ist nett. Christian. Christian, danke schön für 29 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Der Christian. Ja, geh zu Rumpel. Ach, Löwe. Niki grüßt dich. So richtig viele Bremsen ist heute nicht, wa? Nee, das fährt ja eh nicht so schnell. Jo, das Ding da unten, ne? Ist das, ne? Ja, ich glaube, ruft sich da jemand da. Da kann man es kaufen, mein Schatz, jemand hier sagt. Da steht schon welche rum. Jetzt habe ich gar kein Geld mehr einstecken. Nur 4 Dollar noch. Ja, auf Karte bestimmt. Aber hier ist ja auch ein Automat. Guck. Ja. Guten Tag. Ja, ja, verkaufen die so Bandsachen und so? Bandsachen? Ja, hier. Das mit dem Kreuz, die Tasche. Kreuztasche. Medizintasche. Medizin, ja. Medizintasche, ah, die Verbandskasten. Ja. Ja. Genau, richtig. Unser ist abgelaufen. Eurer ist abgelaufen? Ja. Okay. Ja, dann hole ich schnell einen, ja. Okay. Was kostet das? Nett, danke. Das kostet 70 Dollar bei uns. 40? Wie bitte? 40. 40 Dollar wurde gesagt. 70 ja, Dollar, nicht ja? Bei uns. Ja, wo denn? An der 24/7 und so werden die so verkauft, glaube ich, ja. Aber warum verkaufen die denn dafür 70? Naja, wir legen die Dinger nicht einfach in die Schubfächer und verkrümeln uns. Bei uns muss das jemand verkaufen und der muss bezahlt werden. Ach so. Wissen Sie, was ich meine? Ja. Ja, ach, wir haben, du Heiland. Ja. Aber wir haben eine Aktion, wenn Sie eine Reparatur die nächsten Tage haben, kriegen Sie einen geschenkt. Das ist ja wunderprächtig. Also, wenn ich mein Auto kaputt fahre heute Abend, kriege ich vielleicht einen Verbandskasten geschenkt? Wenn Sie das reparieren lassen, dann ja. Haben Sie nicht einen, der kurz vorm Ablaufen ist, der ein bisschen günstiger ist? So kurz vorm Ablaufen, wissen Sie? So ganz kurz vorm? Ja. Also kurz vorm. Naja, die kürzeste Version, die wir haben, ist 1. April, die dann abläuft. Thomas, danke schön für. Wir haben ja halt auch neue bekommen. Dankeschön. Wir dürfen ja keine alten, abgelaufenen verkaufen. Und die kostet auch 70 Dollar? Ja. Wissen Sie, machen wir 40. Nur ausnahmsweise. Wirklich? Ja. Oh, warum so auch ein guter Mensch. Ja, warum sie auch nicht gegen die Wand fahren extra, ja? Ja. Okay, ja, dann gibt jemand das Geld, ja. Ja, ich gebe Ihnen mal. Ich gebe Ihnen. Das ist wieder viel Geld. Och, nicht. Ich wollte 70 Dollar haben. Ja, jetzt habe ich 40 gezahlt. Ist das nicht toll, ne? Ja. Ja. Aber Glück gehabt. Aber viel Glück gehabt, ne? Ja. Ich pack den rein, denn. Oh, ich muss mal pinkeln. Wirklich? Ja. Ja, geh doch schnell ums Eck irgendwo, da hinten hinter die Mauer oder so. Okay. Joe, wieder da. Gut. Haha, hast du schon reingelegt? Ja, ist schon drin. Okay. Was hast du geguckt? Handy. Achso. Geschrieben hast du, ne? Ja, habe ich. Okay. Wo sind die ganzen Leute, weißt du das? Woher soll ich das wissen? Ich kenne die ganzen Leute ja nicht. Weiß ich nicht. Meinst du, die verstecken sich?
Karten. Was kaufst denn du da? Hm? Was du da kaufst? Ich hatte noch so ein altes Bonbon in der Hosentasche. Ein Bonbon natürlich wieder. Ein Bonbon? Ja. Hm. Wieso kaufst du Bonbons eigentlich immer? Weil das so Kaubonbons sind. So? Ja. Zitrone? Nee, nimm zwei. Oder mehr so Fleischgeschmack. Was? Bonbon? Fleischgeschmack. Bonbon mit Fleischgeschmack? Ja. Nee. Nein? Hm. Klang so fleischig. Nicht orange. Komisch. Wie komisch, was? Was ist? Das riecht auch fleischig. Nee, kann gar nicht, nein. Mm-mm. So putig. Putig? Ja. Was weißt hat du, was ich meine? Was hat denn jetzt damit zu tun? Ja, so putig, wie so Putenbonbon. Nein. Putenrölsch. Putenrölsch. Ja. Ja. Putenrölsch, lecker. Hexini, wie geht's dir? Hier war das, ne? Fahr mal ein paar gucken, ja? Meinst du, da ist jemand? Vielleicht. Die Frau Jones hat auch gar nicht zurückgerufen, ne? Nee. Vielleicht hat sie heute irgendwie frei oder so, die Frau Jones. Das kann auch sein. Wieder ein Druck. Ist wieder am Saufen, ne? Ja, so ein bisschen. Ist ja Alkoholikergruppe. Hä? Vielleicht sind die ja beim Ellis. Beim was? Beim Ellis. Warte. Bei diesem Pub. Wo ist das? Warte, geht die beim Navi? Ja, wenn ich das wüsste. Warte. Wo ist das Ellis? Irgendwo beim Gegenüber vom Casino-Parkplatz. Casino-Parkplatz? Ja. Gegenüber vom Casino. Das ist doch unter der Rennbahn, ne, oder? Ich weiß das nie, ehrlich gesagt. Ich bin da nie hin. Dann müsste das doch da sein, nicht? Ja, einigermaßen. Exeni, einigermaßen. Das Auto. Dreht sich über, ne? Ja. Fährst du nur ein bisschen um die Kurve? Wenn du nicht vom Gas gehst, dann dreht er sich. Du kannst mit 30 um die Kurve fahren. Wenn du nicht vom Gas gehst, drehst du dich trotzdem. Das hast du gerade gesagt. Ach so. Der hört sich immer so schnell an, ne? Ja, das ist es, der hört sich immer so schnell an. Ist dabei fahre ich gerade bloß 40. Ja, der arbeitet richtig. Ja. Guck mal, jetzt berghoch wird er noch langsamer. Ne, jetzt wird er schneller. Ich muss hier rein. Ach so, scheiße. Ist das hier? Danke, Hexi. Ja, diese Woche geht's wieder los, wieder mit Chemo, Immuntherapie und der ganze Kram. Zweite Zyklus halt. Dienstag fängst du da an. Ich glaube hier oben, da. Ah, hier, tatsächlich. Was ist denn da los? So viele Leute. Stehen ja alle da im Kreis. Machen die Tänze? Glaub schon. Wo steht da alles? So. So. Ich habe kein Geld dabei, nur 4,90 €. Klamsch, wie geht's dir? Dollar 90. Ich habe 18 Dollar. Ja, komm. Oh. Ich lade dich ein. Aber wirklich? Ja, mach ich. Okay. Deswegen habe ich eine Cap auf. Was lädst du mich ein? Ja, was? Mal gucken, was billig ist. Bier vielleicht noch. Ja. Guten Tag.
Ja, was? Haben Sie Bier? Ja, was? Was kosten Bier? $10. 10. Genau, wäre dann das Irish Bier. Ja. Importiert. Eins. Mhm. Ja. Für die Begleitung auch was? Nee, ist ja für die Begleitung. Ich trinke nichts. Ach so, okay. Ja. Er ist Alkoholiker. Was will ich? Alkoholiker. Kannst du da ruhig drüber sprechen, Schatz? Warte. Das ist keine Schande. Können Sie Getränk direkt meiner Frau geben hier? Ja, mache ich, natürlich. So, bitteschön. Vielen Dank, dankeschön. Jawohl. So. Über wie viel sagten Sie? 10. 10. Bitteschön. Vielen lieben Dank. Ja. Dann noch einen angenehmen Abend. Ja, Ihnen auch. Vielen Dank, dankeschön. Genieß es, ne? 10 Dollar Bier. Magst du auch einen Schluck? Ja, ein bisschen, bitte. Ja? Mhm. Okay. Oh. Was ist das? Das ist Pisswasser, ne? Oder? Irisch ist das, wird er gesagt. Pisswasser. Das vom Herr Doktor vom Krankenhaus. Ja, gib mir auch was. Ja, warte. Ja, gib mir doch was. Ich lass dir was drin. Ja? Ja. Okay. Ja, wenn du so weit ist, riechst du gleich leer. Hör doch mal auf. Ich will auch einen Schluck. Auch einen Schluck, ja. Bitte gib mir auch was. Du bist so eine gehässige Ziege, ne? Weißt du das? Manchmal bist du so eine gehässige Ziege. Magst du vielleicht eine Zigarette auch? Ja, gib mir eine Zigarette. Warte, oh, ist schon leer. Tut mir jetzt leid, doch schneller geflutscht als gedacht. Wo ist die Flasche gerade hingetan? Wo ist die Flasche? Ist auf den Boden gestellt. Wo? Warum bringst du die nicht zum Mülleimer? Warte, weil ich dir gerade eine Zigarette geben wollte. Ach so. So, bitteschön. Dankeschön. Feuer habe ich selber. Ja, das ist okay. Ja. So. Kannst du mir auch anzünden, bitte? Ja, bitteschön. Hier. Dankeschön. So, ich bring die Flasche mal einmal. So. Die schmeckt gut, die Zigarette. Schmeckt sehr gut. Ja. Also. Was ist das für eine Marke? Warte. Die Packung nicht mehr. Passt nämlich nicht mehr in meine Hose rein. Die so groß ist. Ist das Redstone oder so? Das kann sein, es hat auch wieder eine weiß-rote Packung, war das. Ne? Ja. Was machst du da? Er schiebt die Flasche. Ach so. Flasche auf. Was soll er mal bringen, ne? Das tut mir sehr leid. Scheiß Krebs, alles. Ja, man darf halt nicht. Auch wenn es vielleicht irgendwie aussichtslos aussieht, aber man darf die Hoffnung halt nie aufgeben. Guten Abend, der Herr. Darf ich kurz stören? Ja, klar, ja, dürfen Sie stören. Ja, bitte? Sir, ich will Ihnen nicht so nahe treten, aber Ihr Outfit, ich komme aus Toronto, das habe ich ja noch nie gesehen. Darf ich fragen, wo Sie herkommen? Auch schon, kennen Sie Takatuka-Land? Jein. Kennen Sie nicht das Takatuka-Land? Das kenne ich aus Erzählungen von meinen Eltern. So. Da war ich aber noch Kind und da haben die mir immer so gute Nachtgeschichten erzählt, Sir. Ja, wie gehen die? Daher kenne ich das. Können Sie uns da vielleicht auch mal eine erzählen? Nee, was haben Ihre Eltern Ihnen mal erzählt? Erzählen Sie mal, bitte. Das ist schon sehr lange her, Sir. Ich bin 31 Jahre alt, ja. Und wo ich immer damals ins Bett gegangen bin, haben meine Eltern mir immer gute Nachtgeschichten erzählt. Und da kamen so Stories wie mit kleinen Drachen und die waren im Takatuka-Land. Und im Tiki-Taka-Land, das gab's auch tatsächlich. Ja, Drachen. Drachen? Oh, ist aber gefährlich. Das ist sehr gefährlich, aber das war gut, das waren liebe Drachen. So.
Na, also so. Ihr wolltet das jetzt wissen, ne? Aber. Ja. Ja, und die waren halt in diesem das ist ein Fantasieland gewesen, muss ich dazu sagen. Ja. Ach so. Deswegen bin ich gerade so verwirrt, dass sie sagen, ich komme aus... Nein, das war ein Spaß, entschuldigen Sie. Okay. Ich komme nicht aus Takatoga-Land, ich komme aus dem Lummerland. Ja, Lummerland. Ja, ja, wirklich? Bitte? Haben Sie gerade geklatscht? Was, aus dem Lummerland? Haben Sie gerade geklatscht? Ich habe einen Freund gefunden. Wissen Sie, wie ich heiße? Ich habe keine Ahnung, wer Sie sind. Ich heiße... Mal. Ja. Und jetzt Sie, wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Ich heiße Smoker. Und Sie? Smoker. Smoker, ja. Smoker oder Smoker? Da können Sie sagen, wie Sie wollen. Wird alles beide mit D am Anfang geschrieben. Smoker, ja. Ja. Wie heißen Sie jetzt? Ja, wie heißen Sie denn? Ich heiße Mark. Mark mit C. Nee, komm, ich muss ihn dann auch richtig machen. Mark mit der... Mark heiße ich. Pass auf, ich mache das nochmal vor, ja? So, ja. Schmoker. Okay, und Sie heißen? Heiße ich Mark. Ja, sehen Sie? Geht doch, ne? Ja, ja. Ah, hallo Mark. Okay. Jetzt habe ich Sie auch verstanden. Und das ist meine Frau, die heißt... Das ist Ihre Frau? Ja. Ja, stell dich mal vor. Ja, ich komme nicht aus dem Lummerland. Ich heiße Dürren. Dürren? Ja, Dürren. Ja. Dürren. Dürüm. 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 Ich will zum Essen. Dürüm. Ich wollte gerade sagen. Also richtig. Wenn in Toronto gab es sowas auch. Gab's so. Was gab's so, da? Gab's eine Dürüm? Da gab's so, wisst ihr, was Döner ist? Döner. Ja. Döner, ja, das gab's bei uns in Toronto. Das ist so mit so Fladenbrot, mit so Fleisch, mit so Gemüse. Ja, ja. Und da gab's auch sowas, das hieß auch Dürüm. Wirklich, wie ich? Ja, ja. Habe ich da Patente vielleicht drauf und weiß das schon? Da wollte ich mich aber mal ganz dringend drum kümmern. Nicht dass die irgendwie mit ihrem Namen, Ma'am, Geld scheffeln hier weltweit und sie kriegen keinen Cent davon. Das wäre ein Skandal. Vielleicht bin ich ja schon Millionärin. Ja. Vielleicht bist du ja schon Millionärin. Stell dir mal vor, Hase. Stell mal vor, ne? Was denn? Ihr zwei seid verheiratet? Ja. Wie lange sind wir jetzt schon geheiratet? Fast zwei. Wie viel sind 7 minus 3? Das sind 4, also 2 Jahre. 2, ja. 2 Jahre. Heiratet. Fast 2. Ja. Ja. Fast 2. Okay. Ja. Aber so richtig verheiratet oder. Richtig verheiratet, ne? Wie Ausweis, kann man denn alles. Unrichtig wie verheiratet. Wie das denn unrichtig? Ja. Naja, das ist so Las Vegas und sowas. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so, ne? Das ist ja. Wir heiraten beim Lummerland. Ja. Ja. Ah, okay. Wir haben auch Trauzeugen gehabt. Ja, richtig. Ja, Hochzeit. Die haben auch gezeugt. Weißt du noch, der kleine Jim, wie der mit den Blumen angekommen ist? Ja. Ja. Der Zeugung. Der kleine Jim, das war aber kein Hund, oder? Nee, das war kein Hund. Wir mussten ja erst die Zeugen zeugen. Damit wir bei unserer Hochzeit anwesend sein konnten. Bisschen gedauert. Ja. Also habt ihr schon Kinder, ja? Ja. Was hat er gesagt? Ja, ich nicht. Ich hab Kinder. Sie nicht. Lummerland. Sie hat keine Kinder. Ich hab schon früher gezeugt und dann waren die halt da. Ja. Sie können aber auf den Arm runternehmen, wenn Sie möchten. Ja, mache ich natürlich gerne. Besser? Ja, das ist besser. Ich wollte Sie auch schon mal gezeugt? Ich hab noch nicht gezeugt, tatsächlich, nein. Nein, ich komme doch da hinten von so vielen Damen. Ja, da aber... Da muss aber zum Zeugen bei sein. Ja. Finden Sie nicht? Passen Sie auf, haben Sie Angst? Ich habe überhaupt keine Angst. Sind Sie ein bisschen schüchtern? Nein, Sir. Passen Sie auf. Nein, jetzt passen Sie kurz auf. Okay, ich passe auf, ja. Ich bin erstens überhaupt nicht schüchtern, ich habe zweitens auch keine Angst, ja. Aber Sie machen mich einfach... Ich habe Sie aus der Ferne gesehen, dachte mir so, ey... Krasses Outfit und dieser Hut. Jetzt muss ich da mal hin und muss mal vorsichtig stören. Wieso? Ich durfte ja auch stören, so. Ey, Sie machen mich fertig, Sir. Wirklich. Wie fertig? Haben Sie Gefühle? Nein. Aber dieser Sir hier, der macht mich fertig. Das habe ich in meinem Leben. Können Sie mir einen Gefallen tun? Kennen Sie eine von den Ladies da hinten? Ich kenne sogar mehrere von denen. Okay, passen Sie auf. Wenn Sie erfolgreich sein wollen bei Frauen, kann ich Ihnen tippen. Müssen Sie aber auch dann tun, wenn Sie mutig sind. Sie sagen, Sie sind ja mutig. Ja, ich bin mutig, ja. Okay, dann gehen Sie zu einer Frau dahin und fragen Sie, hey, du,
Dann sagt die, ja, was ist? Dann sagen sie, kannst du schwimmen? Und dann sagt die, ja. Im Normalfall. Und dann sagen ja. sie, kann ich dich mal ins Becken stoßen? Okay. Ja. Warten Sie kurz. Ach, oder sie sagt... Warten Sie, ich komme gleich wieder. Ja. Die Lori möchte dir was zeigen. Guten Abend. Warten Sie mal. Wer, ja. wer möchte mir was zeigen? Hallo. Eine von den Zwillingen. So, jetzt. Okay, ich brauche was. Jetzt gehen sie aber los. Mr. Schmoker, ich komme gleich wieder. Ne? Wie hieß das so? Smoker. Ich komme sofort wieder. Warten Sie, kleinen Moment. Ich bin sofort wieder. Kleinen Moment. Mausch. Ja? Merk dir meinen Namen, du wirst ihn gleich die ganze Nacht schreien. Warum? Wir haben doch denselben Namen. Ja, verstehst du wieder nicht, ne? Ach so. Nee, ehrlich gesagt. Ja. Ehrlich gesagt. Klärst du mir nachher noch? Ja. So. Herr Smoker. So, ja, bitte. Abend, gucken Sie mal, das ist jetzt eine Dame, die habe ich mir gerade rausgepickt, ja? Was will der von Oh, die haben sie sich einfach gepickt. Ist das eine von den Zwillingen? Nein, das ist keine von den Zwillingen. Okay. Die kriege ich gleich nochmal hin. Die wollten noch was, keine Ahnung. Pass auf, ich habe eine Frage an dich. Ja. Kannst du schwimmen? Ja. Darf ich dich ins Becken stoßen? Ja. Okay, danke schön. Dann, sage ich, danke dir, ich komm gleich wieder rüber, ja? Okay. Ne? Ich komm gleich nochmal mit Miss Brunk und so, ne? Okay, bis ja, gleich. Die ist ja richtig happy dabei. Oh, das war ja einfach. Wie sind denn Richard Draufgänger? Und jetzt, ich wollte Ihnen das beweisen, dass ich nicht schüchtern oder so bin, ne? Ja. Alles cool. Habe ich sehr gut gemacht. Okay. Ja. Und was bedeutet das jetzt? Also, ich meine, was ich hat das jetzt Zeuge richtig? Werden. Was, ich kann Zeuge werden? Ja. Die Dame hat ja eingewilligt, sie können jetzt Zeuge werden. Ja, sie können jetzt selber zeugen. Ach so, ihr meint, ich kann... Ja. Okay, ja, ich kann jetzt Kinder zeugen, aber... Ja. Wir wissen schon, dass die Dame noch sehr jung ist. Und wie alt war die denn? Jung. Wie alt war die denn? 18. Wie alt sind Sie? Die ist doch schon zeugungsfähig, die Frau. Ja. Ich bin 31, aber... 18, 31, also ich, das sind also ich hab das, 13 ich Jahre. Also ich kenne die Dame jetzt nicht so richtig, ne, aber... Darf ich mich stören? Kennengelernt. Ja, bitte. Selbstverständlich. Hallo, Mark. Ja, moin, ich grüß dich. Ich bin Drake, grüß dich. Ja, hi, grüß dich. Du sagst mal, kannst du schwimmen? Ach du Heiland. Ja. Darf ich dich mal ins Becken stoßen? Oh. Ja, jetzt sehen Sie, da haben Sie direkt schon neues Angebot. Ich hab... Sehen Sie, wie erfolgreich Sie jetzt sind. Aber ich glaube, ich kann mit ihm nicht zeugen. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ist doch aber manchmal egal. Von Vorteil. Woher wusste der das jetzt? Habt ihr den SMS geschrieben oder so? Ich hab sehr leise mit euch geredet. Wahrscheinlich hat die Frau das dahin weitererzählt. Oh mein Gott. Ja. Vielleicht hat die ihn das gefragt. Ja. Ja. Okay. Wissen Sie, was auch noch gut ist? Was denn? Du bist die süßeste Praline der Welt. Lass mich deine Füllung sein. Okay, aber... Da kommen sie immer mit an. Hab ich auch schon. Bin durch. Ne, Dürre? Nee, haben Sie so Ihre Frau kennengelernt, Herr Smoker? Nee, die habe ich so nicht kennengelernt. Nee, die habe ich damals angesprochen in der Kneipe, habe ich gesagt, willst du mit mir schlafen, dann lächel kurz. Und da hat die halt die Lippen ein bisschen verzogen und... Ja, mir ist das Gesicht entglitten, das war was ganz anderes. Ja, ich habe das missverstanden, ne? Die hat mir warten Sie mal, Frau Smoker, was haben Sie dabei empfunden, ja. wo der Herr Smoker auf Sie zukam damals, in der Bar? Ja, nix, ich war zu voll, ich habe den nicht mehr gesehen. Na gut, natürlich. Und da habt ihr sofort gezeugt, oder? Ah, nee, ihr habt ja nicht gezeugt, ne? Nee, wir haben Zeugung versucht. Ja. Aber, jetzt wird's interessant. Ja. Woran liegt's? Ja, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, ich bin Doktor. Ich möchte nicht drüber reden, sie ist Ärztin. Ah. Ja. Ja. Richtig. Arbeiten Sie Probleme? Im MD? Ja, ich habe Probleme tatsächlich, deswegen frage ich, arbeiten Sie im MD? Nee, ich bin freiberufliche Ärztin. Nur ab und an bin ich ein MD. Oh mein Gott. Okay, immer donnerstags und sonntags. Richtig, wenn wir den Müll weggebracht haben. Richtig, ja. Okay, Frau Smoker, ich sag Ihnen eins. Ich war jetzt... Ja? Ist jetzt keine Lüge, gell? Ja, haben Sie ich etwas? Schon, kann ich Ihnen ich helfen? Ja, ich hab was. Ich war schon zweimal im MD. Ich lebe jetzt seit ein bisschen über 2 Wochen auf dieser Insel. Ne? Ich bin ausgewandert, weil es gab Gründe. Bin jetzt hier gelandet. So. Und ich habe jetzt meine linken Schulter, weil ich bin Ex-Polizist. Ja? Und ich habe damals mal im Polizeidienst ein Messer in meine linke Schulter direkt über dem Brustmuskel durchgestochen bekommen. Ja. Alles verheilt, alles cool. Ne? Das ist schon jetzt 2-3 Jahre her. Ja. Beziehungsweise 3-4 Jahre, um genau zu sein. Und seitdem ich hier bin, ich weiß nicht, ob es an der Luft liegt oder so, aber es zwickt immer ein bisschen.
Und das MD meldet sich aber nicht bei mir. Ich war jetzt sogar schon bei der Chefin, bei der Frau O'Reilly.